Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einer wieder sehr spannenden Thematik, die vielleicht auch dich interessiert und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Ich bekomme ganz oft zu hören, du hör mal Cynthia, stehen mir meine Liebsten in der geistigen Welt bei den Dingen, die ich tue? Steht mir der Papa bei gerade? Steht mir die Mama zur Seite? Eine wichtige Frage, finde ich. Und wenn du wissen willst, was ich als professionell arbeitendes Medium dazu sage, dann bleib weiterhin dran. Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler. Ich bin ein Jenseitskontaktmedium, Speaker und medialer Coach. Vielleicht kennst du mich hier schon von YouTube. Wenn nicht, solltest du unbedingt mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Dort habe ich über 300 Videos, die dir die geistige Welt näher bringen, die dir das Wissen vermitteln, so dass du ja ein bisschen hinter den Schleier blicken kannst. Abonnier meinen Kanal. Drück die Glocke, dann verpasst du kein spannendes Themenvideo mehr von mir. Also, wie ist denn das nun? Stehen die uns bei? Ja, sie sind nach wie vor an der Seite eures Lebens. Denn mit dem Vorausgehen, und für mich ist es nichts anderes als ein Vorausgehen, weil wir werden alle folgen eines Tages, heißt es nicht, dass sie die Tür hinter sich geschlossen haben, sondern sie beobachten euch ganz genau. Und da muss man keine Angst davor haben, dass jetzt irgendwie man komische Situationen hat, wo dann man nicht möchte, dass die Mama oder der Papa mit dabei ist. Die kennen schon Privatsphäre, aber sie stehen euch bei, wie sie es zu Lebzeiten gemacht haben, weil es ihnen wichtig ist, weiterhin euer Leben auch zu verfolgen. Solange ihr sie braucht, sind sie an eurer Seite. Also wenn ihr vor einem Projekt steht, wenn ihr etwas in die Wege leiten wollt, dann seid euch sicher, dass eure Liebsten an eurer Seite sind und sogar dementsprechend vielleicht euch günstige Gelegenheiten verschaffen, dass sie euch führen zu bestimmten Orten, bestimmten Menschen, damit ihr das vollbringen könnt. Der Beistand ist aus der geistigen Welt, so habe ich es in all meinen Kontakten erlebt, oftmals noch größer, als es zu Erdzeiten vielleicht war. Es kann sogar sein, dass ein Vater, der sich niemals so um seine Tochter gekümmert hat, die väterlichen Pflichten also nicht so angenommen hat, im geistigen Reich viel mehr an ihrer Seite ist oder aus dem geistigen Reich heraus und das in Jenseitskontakten beschreibt und ganz genau sagt, das passiert bei dir, das ist da, das ist da, das ist da. Und die Hinterbliebene sagt zu mir, ey, Cynthia, der weiß mehr jetzt, wo er vorausgegangen ist, das hatte ich schon, als zu meinen Lebzeiten, da hat er sich nie für mich interessiert. Wir alle verfolgen ja Seelenpläne, ja? Und dieser Seelenplan sah halt vor, dass diese Wege getrennter sind. Aber die Vorausgegangenen wollen dann auch nochmal Zeit gut machen und sind dann bei ihren Liebsten und unterstützen sie in ihren Aktionen, in dem, was sie tun, wie dieser Vater bei der Tochter. Ihr könnt immer davon ausgehen, dass sie euch zur Seite stehen. Manchmal ist es so, dürfen sie natürlich nicht eingreifen, weil es eine Wichtigkeit eures Seelenplans ist, den ihr durchlaufen wollt, aber seid euch gewiss, dass sie beistehen, dass sie euch da nicht im Stich lassen, sondern dass sie euch liebevoll in den Herzen berühren, so dass ihr die Kraft bekommt, das auch zu tun. Sie können vielleicht gewisse Situationen nicht ändern, weil sie nicht in den Seelenplan eingreifen dürfen, da ihr ja diesen Seelenplan gewählt habt, um auch diese Erfahrung zu machen. Aber das heißt nicht, dass sie euch nicht zur Seite stehen. So wie früher vielleicht, sage ich mal, wenn ihr ein Projekt bei der Arbeit hattet und die Mama kennt sich gar nicht damit aus, sage ich mal jetzt, es ist ein Computerprogramm zu schreiben und mit diesem Schreiben des Computerprogramms kann man einen ganz großen Fisch an Land ziehen. Ja, da konnte die Mama früher ja auch nicht euch helfen bei dem Schreiben des Computerprogramms. Aber sie konnte euch beistehen und euch Mut machen und euch ja liebevolle Energien schicken. Und das macht sie immer noch. Wenn wir das Beispiel jetzt holen. Das macht sie immer noch. Es ist immer noch so, dass sie die Energien schickt, um euch beizustehen. Die geistige Welt ist nicht getrennt von der unseren. Die geistige Welt ist ein Ort, der um uns herum ist. Sie sind nur in der Phase anders. Sie sind ja in einer anderen Frequenz. Sie sind phasenverschoben. Wir können sie halt nicht wahrnehmen, weil sie in einer anderen Phase sind. Ja. In einer anderen Zeit, in einer anderen Frequenz. Ja. Zeit noch nicht mal, weil in der geistigen Welt existiert ja keine Zeit und Raum. Es ist manchmal schwierig, das
begreiflich zu machen, ja, weil das ja schon sehr wissenschaftlich ist und ich kein Wissenschaftler bin. Aber sie zeigen es mir halt so, dass sie mit uns zusammen sind, nur dass sie in Phasen verschoben sind, sodass wir sie nicht sehen können, dass sie in einem anderen Frequenzbereich sind, sodass wir sie nicht wahrnehmen können, ja, mit unseren physischen Augen, mit unserer Seele, unserem Herzen sehr wohl, weil das auch wieder ein Stück weit der Frequenz der geistigen Welt entspricht. Die Anbindung an die geistige Welt ist sehr stark. Und ich habe so tolle Meditationen gemacht, die es euch ermöglichen, nochmal Kontakt mit euren Verstorbenen zu haben. Es gibt eine Meditation, begegne deinem lieben Verstorbenen. Und es gibt eine, die Lichtbrücke, wo ihr praktisch ja in einer Trance-Meditation geführt werdet, eine Brücke auf die andere Seite zu schlagen, aus eurem Herzen heraus, weil das eure Verbindung ist, die Herzebene. Das ist eure Verbindung auf die andere Seite. Vielleicht mögt ihr mal diese Meditation machen und selbst tolle Erfahrungen machen. Guckt mal bei meinem Shop vorbei, bei www.syndia-zetzler.de. Also seid euch gewiss, die Liebsten sind an eurer Seite und sie begleiten euch genauso, vielleicht sogar noch mehr, als sie das zu Lebzeiten gemacht haben, weil sie euch beistehen wollen, weil sie mit euch gemeinsam immer noch das Leben gehen, nur in einer anderen Dimension, in einer anderen Daseinsform, aber nicht getrennt von euch, nicht getrennt von euch. Immer noch im Verbund, immer noch an eurer Seite, immer noch mit euch. Ihr Lieben, wenn das mal keine guten Nachrichten sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wenn euch das Thema interessiert hat, guckt ein anderes Video. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Ich danke euch, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, was ihr darüber denkt. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich schon im nächsten Video wieder oder wenn es ein neues Video gibt. Ich danke euch, herzlichst, eure Cynthia. Tschüss.